Das muss ich ändern. Das stimmt ja gar nicht, der zweite Tag. Das habe ich zwar in der Überschrift geändert, aber noch nicht in den Grafiken. Das machen wir direkt mal. Also wir sind am vierten Tag nach dem offiziellen Start. Und was... So, ich mache hier das nur nebenher, sorry. Was soll ich sagen? Es hört nicht auf. Und zwar jetzt die Arbeit, klar, logisch, ich habe ja gesagt, das Ding wird weiterentwickelt, das meine ich nicht. Sondern was nicht aufhört, ist eure Interaktion. Das ist schon genial. Ich muss das mal... wartet, jetzt, ich bin hier noch... Wo ist hier... der Bereich, dass wir das mal ändern. Das muss ja noch passen. Hier haben wir es. Das ist der vierte Tag. So müssen wir es machen. Dann speichern wir das gleich mal ab, beziehungsweise exportieren das. Und dann haben wir es gleich hier drin. Das ist schon cool mit OBS, muss man echt mal sagen. Ja, also man macht hier irgendwas. Und direkt, pass mal auf, jetzt Arsch, nein. Zack. So, jetzt müsst ihr es gleich ändern. Da ist es schon. Das ging schnell. Was soll man sagen? Sorry. Wir haben heute auch, also gestern habe ich erst endlich mal die große Willkommens-E-Mail rausgehauen. Ja, muss man ja auch sagen, das war ja Zeit. Also das wurde ja, war ja wirklich längst Zeit. Sorry dafür, dass das so ein bisschen gedauert hat. Das ist wieder dieser Punkt. Man will alles perfekt haben. Also erstmal seine Liste gescheit anlegen mit allen Leuten, die jetzt im Inner Circle sind. Dann halt einen gescheiten, dann Newsletter-mäßig raushauen. Bullshit. Also alle genommen, in eine E-Mail reingehauen und euch alle angeschrieben. Das heißt, alle 61 aus dem Inner Circle sollten eine E-Mail bekommen haben, falls das nicht der Fall ist. Schaut im Spam-Ordner nach und ansonsten meldet euch bei mir. Denn in dieser E-Mail ist auch ein Einladungslink zu unserer Discord-Community. Keine Angst, wenn das irgendwie jetzt nicht geklappt hat, ihr findet es nicht oder wie auch immer, meldet euch bei mir und dann könnt ihr da drauf. Folgendes, also auf diesen Server kann man immer, wir gehen da mal rüber. Wir gehen dann mal rüber. Da kommt ja auch noch eine Art, möchte ich jedenfalls machen, eine Art Tutorial-Video, was wir auch in den Kurs stecken, zum wie Discord dann funktioniert. So, aber wir gehen da jetzt mal hin. So, also wir sind jetzt hier im Discord-Server. Ja, also wie ihr seht, das ist Roman & Flo. Der heißt nun mal so. Der Server. So, es gibt einmal, jetzt muss ich selber gucken, dass man das irgendwie so macht, dass das schön... Na gut, das wird nicht größer. So, pass auf, da machen wir das jetzt einmal so. So, also hier gibt es einmal einen, deswegen auch unter General, wie auch immer. General natürlich in dem Fall. Das ist, also jeder darf auf diesen Server. Jeder. Ja, das heißt natürlich, die meisten werden es machen, weil sie sich für Gamification interessieren. Jeder darf darauf. So, und ihr seht auch schon, es sind einige Leute drauf. So, der Punkt ist, jeder, der normal draufkommt, kommt in diesen Bereich. Das ist für alle sichtbar. Ja, was ist da? Welcome, simply visualized. Wo wir die Grafiken, Heuristiken, die wir alle haben, reinhauen, erklären. Müssen auch ein paar ausgetauscht werden. Das ist noch eine alte Visualisierung, die dank der Community, dank euch, Grüße an Uwe und Simon vor allem, die mich auch auf Fehler aufmerksam machen, was unglaublich ist. Wo man einfach merkt, man ist so in seiner Welt drin. Ist unglaublich. Auf jeden Fall, die Grafik wird noch ausgetauscht. Und da sind auch ein paar andere Sachen erklärt und kommen immer mehr dazu. Dann Office Hours, naja, sind Videos, wo wir live an einer Fragestellung arbeiten und manchmal versuchen wir die auch live zu visualisieren, wie auch immer. Book Recommendations, na, ein paar Sachen drin, die mir gefallen, sind hier drin, muss auch noch erweitert werden. Video Recommendations, genauso hier drin. Genau. So, und hier seht ihr, gibt es einen Bereich Gamification Starterkurs. Jeder, der auf meinen Server kommt, bekommt Rollen zugeteilt. Und es gibt zum Beispiel die Rolle Gamification Starter. Und nur wenn man die Rolle hat, sieht man das hier. Also ihr werdet... Ihr seht wahrscheinlich nicht mal das hier. Ja, also wahrscheinlich die, die es nicht haben, wissen gar nicht, dass es das gibt. Seht ihr das? Seid ihr im Gamification Starterkurs der Rolle? Und nur aus dem einzigen Grund, weil ihr diesen Gamification Starterkurs auch gekauft habt. Ja? Das sind natürlich zum einen alle 61. Diese 61, das sind ja die aus der 90-Tages-Challenge, sind nicht nur im Gamification Starterkurs, also natürlich, weil die mussten sie ja kaufen. Sie sind gleichzeitig im Inner Circle.
Der Inner Circle, das ist etwas, was ihr hier seht. Warte, ich mach das mal weg. Was ihr hier seht, VIP-Bereich Inner Circle. Also ihr habt Zugriff auf alles, was ihr hier seht. Komme ich gleich zu. Und ihr seid zusätzlich Early Bird Rollen. Also die 61, die werden in 69 Tagen, also die alle, die jetzt für 59 Euro damals den Kurs gekauft haben, sind sowohl, haben die Rolle Gamification Online Starterkurs, haben die Rolle Inner Circle und sie haben die Rolle Early Bird. Das seht ihr vor allem daran, dass ihr diese Rolle habt, in dass ihr einen pinken Namen habt. Ja, hier nebenan. Das sind pinke Namen, okay? Nicht pinke, ja, lila, ne? Sorry. Das ist die Rolle Inner Circle in dem Fall. Ja, das ist die höchste Rolle, sozusagen, die in der Hierarchie weiter oben sind. Deswegen habt ihr diese Farbe. Eigentlich habt ihr drei Farben. Nein, das ist die Early Bird. Ich muss selber mal da gucken. Warte, das können wir mal gucken. Da kann ich euch ja mitnehmen. Weil ich lerne ja auch. Ja? Kann man ja reingehen, geht mal auf Rollen. Hier seht ihr es. Also, Early Bird, VIP-Rolle ist das. Ja? Und weil das die hierarchisch höhere ist, von den dreien, die ihr auch alle habt, also alle die 61, habt ihr die Farbe. Okay? Das heißt, Leute, die jetzt nur den Gamification-Kurs gekauft haben, den wir schon weiterverkauft haben, es haben inzwischen auch weitere Leute schon den Kurs gekauft, zwei, um genau zu sagen, seit die Challenge vorbei ist, die sind Gamification-Starter-Kurs-Teilnehmer und haben deswegen die blaue Rolle, wenn sie auf den Discord-Kanal kommen wollen. Ja, auf jeden Fall, die haben dann den Bereich. So, und so kann ich, so können wir erstens Hierarchien einbauen, so können wir Zugänge machen und so kann ich zum Beispiel, klar, wenn ich zum Beispiel im Inner Circle irgendwas mitteilen will, bekommen automatisch alle Early Birds das. Ja. Kann aber sein, dass später vielleicht der Inner Circle ein bisschen erweitert wird durch eine andere Aktion. Die Early Birds, wenn ich denen dann was gebe, sehen nur die das. Okay? Weil das hier drin ist. Das heißt, diesen Perk, den ihr jetzt habt, können wir mal reingehen. Ich habe es ja hingeschrieben. Wenn du diesen Kanal siehst, dann gehörst du zu den 61 Early Birds. Glückwunsch. Und danke. Natürlich. Ja, unglaublich. So, und dir gehört damit schon einmal ein unlimitierter 60% Rabatt auf alle digitalen Produkte, die wir in Zukunft unter Gamification Design anbieten. Hatte ich von Anfang an gesagt. Warum 60%? Ihr habt 59 Euro bezahlt. Der Preis jetzt ist 147. Das sind, die Differenz sind 60%. Okay? Also, ihr habt 40% bezahlt vom aktuellen Kurs, vom eigentlichen Kurspreis und dementsprechend habt ihr eine 60% Rabatt bekommen und den nehmt ihr ab jetzt immer mit. Heißt halt auch, ihr könnt natürlich, wenn wir später was auf Gamification Design haben, sagt ihr mir Bescheid, wenn ihr was wollt, bekommt den Code von mir und dieser Code ist dann für euch einsetzbar und gibt euch automatisch 60% Rabatt. Okay? Perk Nummer 1. Was auch noch kommt ist, das hatte ich, hatten wir hier schon drin, ein Zertifikat, hier. Der Designer für den Kursposter-Zertifikat hat sich gemeldet, also jetzt war es ja etwas länger still, er hat sich gemeldet und hat gesagt, es läuft, es geht voran, also was natürlich super ist. Jetzt schauen wir mal. Auf jeden Fall, es geht weiter. Ja, also ich bin genauso gespannt wie hoffentlich ihr. Schauen wir mal, was draus wird. Weil das ist auch wieder, er baut jetzt explizit an etwas, was für die Early Birds ist. Ja? Also ein Early Bird Perk, wenn du es so willst. Wir werden das dann leicht abändern, in ein anderes Design, was dann zum Beispiel für alle ist, die überhaupt einen Gamification-Kurs machen. Okay? Perfekt. Genau. So viel dazu. Wenn Fragen sind, meldet euch, was schon einige machen, womit wir beim nächsten Punkt sind. Das muss man mal sagen. Es ist die Diskussionstab, der Diskussionsbereich, wird schon unglaublich gut genutzt. Vielen Dank dafür. Hammer. Ich bin jeden Tag am Antworten, da sind andere schon am Schreiben. Geil. Ja, aber jetzt überlegt euch, ob ihr sowas, aber ihr könnt auch in Discord gewisse Sachen machen. Also mich wurde schon auf Bugs aufmerksam gemacht, die technischer Natur sind. Es tut mir natürlich leid für alle, die den Kurs gekauft haben und immer noch diese Pop-ups sehen, wer alles den Kurs gekauft hat. Das ist natürlich eine Art Trigger-Applikation, Feature, auf der Sales-Page. Also für Leute, die sagen, soll ich es kaufen? Dann merkt man, der hat schon einiges anderes gekauft. Okay, so ein bisschen dieser Social-Part.
die, die den schon gekauft haben, ist natürlich Schwachsinn, dass sie das sehen. Ist echt doof. Sorry. Also, ist nicht der Plan. Ich hoffe, dass mit dem, das kriegen wir rein in der nächsten Zeit, dass wir das lösen können. Sowas zum Beispiel ist ein Bug. Ja? Oder einer hatte ein Problem beim Kommentieren, dass er als einen Beitrag von jemand anderem kommentieren wollte, dass er das dann nicht mehr lesen konnte, weil das Feld zum Input über dem anderen drüber lag. Technischer Bug. Es hat sich direkt am Anfang jemand gemeldet mit Typos bei mir. Vielen, vielen Dank. Erstens aber bin ich bestimmt nicht der begnadete Schreiber und zweitens manchmal sitzt man kurz da, konzentriert sich, manchmal wird es schon ewig lang, man schreibt, sind immer übergekommen. Vielen Dank, geil. Ich hoffe, ich habe die gleich ausgebessert, die gefunden wurden. Einer von euch hat sich entschuldigt, dass er so passiv war während den 90 Tagen. Ich meine, hallo, wie geil ist das denn? Wo kommen wir denn da hin? Das ist ja nicht eure Aufgabe. Also, dass ihr euch überhaupt entschuldigt, dass sich jemand entschuldigt, passiv zu sein. Ich weiß das so sehr zu schätzen. Es ist unglaublich. Ihr wart so aktiv als Community und da braucht sich wirklich keiner zu entschuldigen, weil ihr habt ja auch noch ein Leben. Ja? Und ihr habt ja nicht mein Leben. Das heißt, wenn ich eben alles für Gamification mache, heißt das natürlich nicht, dass es bei anderen genauso ist. Und die haben halt andere Sachen, die auch interessanter sind oder halt noch Familie und Leben. Und hallo, Familie habe ich auch, mal davon abgesehen. Sorry an die Familie, an meine mal wieder dafür. Also von daher unglaublich. Geil, danke euch. Jo, das soweit dazu. So, und dann, da werde ich auch nochmal, muss man mal schauen. Also dann habe ich mich mal hingesetzt und mal kurz geguckt, okay, wie war das denn jetzt bisher? Und wenn man da mal drauf geht, dann sieht man, also einfach mal, um das mal ein bisschen zusammenzurechnen. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt, als die 90-Tages-Challenge vorbei war, hatten wir 61 Käufer. Das macht 3.599 Euro Umsatz. Brutto. Netto sind es 2.818 ungefähr. Ja, das ist ein paar Euro zerquetscht. Weil es ist, kommt auch ein bisschen drauf an, ob mit PayPal bezahlt wurde, mit Kreditkarte. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Gebühren und so. Aber ist mir egal. So, jetzt hier sieht man, was so ein bisschen die Aufstellung ist. Also 410 Euro aktuell kostet die Plattform pro Jahr. Kann gut sein, dass sich das noch erhöht, weil ich eventuell eine Stufe höher gehe, weil da noch ein paar Sachen möglich sind. Muss man mal gucken. Jetzt bleiben wir so. Domain, Gamification.design, Verwaltung, die E-Mail, 60 Euro im Jahr. Die Pitch-Software, die ich genutzt hatte, 35,70. Jetzt muss man mal dazu sagen, dass die könnte ich theoretisch wieder, also monatlich wieder abbestellen. Im Moment ist er noch dran, weil ich ja noch weiterarbeite in Sachen, aber das ist eine relativ variable Sache, ja. Premiere Pro, was ich ja nutze, um die Videos zu bearbeiten, habe ich nicht mit reingenommen, was natürlich nicht ganz ehrlich ist, aber ich habe die Software eh für andere Content-Sachen. Also ich zahle da eh schon dafür, von daher alles cool. Und ansonsten würde ich das auch mit Free-Software machen. Deswegen auch da erstmal kein Preis. Poster-Zertifikat-Design aktuell 1250. Ja, für den Künstler, schauen wir mal, was daraus wird. Vielleicht ist was cooles Geld, vielleicht was rausgeschmissenes Geld. Wir schauen noch, was dazukommt. Ja, gerade auch später noch Versand, Druck. Hier ja, kommt bestimmt noch ein bisschen was dazu. Figma, mit denen ich die ganzen Grafiken mache. 0. Also es gibt zwar eine Pro-Version, ich nutze die nicht. Discord-Einrichtung, da hilft mir jemand, der kriegt auch noch ein bisschen was dafür. Ist ein Luxus. Aber ja, also ist, genau. Aber da habe ich noch nichts gesehen und der kriegt noch ein bisschen was dazu. So, und dann sieht man, jetzt müssen wir mal, ich habe es noch nicht zusammengerechnet, sagen wir mal ganz grob, sagen wir mal 1,3, 1,4, sagen wir mal 1,4. 1,4 brutto. Ja. 1.400 brutto, 3.600 brutto, müssen wir im Brutto bleiben, dann sieht man, was das mal bisher war. Versteuern natürlich noch und so, aber ist ja klar, das ist ja dann. So, genau. Das mal so als kleine Aufstellung, damit man mal sieht, wie das so läuft. Und auch da natürlich, schauen wir mal. Also, wir haben noch Liquidität für die Community und können gucken, was wir dann damit machen und sowas. Das ist schon geil. Eins noch. In dem Kurs selber seht ihr dann ja auch. Habt ihr die Praxisbeispiele.
Bei den Praxisbeispielen gibt es das Weinbeispiel. Das Weinbeispiel ist, schaut euch das ganz genau an. Also das Weinbeispiel ist nicht nur irgendein Beispiel. Dieses Weinbeispiel ist eine Art Kern, bildet ein Template, bildet eine Grundlogik für die Software, die wir bauen. Wir bauen eine Software as a Service, die jetzt nicht nur für den Weinbereich ist, ja, die ist für die, also eigentlich, wenn du Journeys bauen willst für andere, das können Mitarbeiter sein, das können Kunden sein, das können Kundenbindungsprogramme sein, also solche Kunden, die da drin sind, das können Interessensgebiete sein, das können deine Studenten sein, wenn du Lehrer bist, die alle durchlaufen eine Journey mit dir zusammen und die Software hilft dir dabei, das aufzubauen, diese zu visualisieren und Interaktion mit deinen Leuten zu bringen und denen auch was in die Hand zu geben, dass sie das sehen, durchlaufen können, wie so eine Art Dashboard. Eigentlich hilft dir, eigentlich ist es, geil, das ist es eigentlich. Es hilft dir, eine Journey zu gestalten und automatisch ein Dashboard zu bauen für jeden einzelnen, für jedes einzelne Mitglied, dass der dann, auf das er Zugriff hat und sieht, wie es läuft. Also dieser Fortschrittsgedanke ist drin. Und da kommt noch einiges. Da werde ich, glaube ich, auch noch einiges drüber machen, weil ich habe so einen Bock darauf bekommen, hier auf diese ganze Interaktion, dass ich so weit wie möglich die Softwareentwicklung auch darüber rede, öffentlich mache, was halt geht. Ja. André, hey, geil, schön, dass du da bist. André ist zum Beispiel auch einer, der schon super mitgemacht hat. Also der schon super aktiv ist, ja, und schreibt und kommentiert und halt auch eigene Gedanken reinbringt. Und das ist halt geil. Ich meine auch mal ganz ehrlich, dass ohne das geht es nicht. Also eine Community kann erstens nicht von mir alleine befeuert werden, dann ist es nur Monolog und das ist auch psychologisch für die anderen doof. Das irgendwann, am Anfang ist es vielleicht ganz nett, weil klar, ja, man weiß noch nicht so viel und dann erzählt der eine vielleicht und so. Und irgendwann, wenn das so dauernd wäre, dann wäre das eine reine Beschallung von mir, eine Art Werbe-Community. Selbst wenn ich es nicht als Werbung machen würde. Aber es ist halt dann nur das, dass das überhaupt funktioniert. Funktioniert nur durch Leute wie André. Also Hammer, André. Ja, wie viele Stunden Arbeit war das? Du, das ist etwas, was mich ärgert. Ich habe sogar das hier. Ich habe es gar nicht. Mal gucken, wo das ist. Ich hab so einen geilen Würfel, den du auf den Tisch legst und dann, je nachdem, welche Seite oben ist, trackt er die Zeit. Hätte ich machen müssen. Ich kann es dir nicht sagen. Also, man muss es mal so sehen. Wir haben die 90 Tage. Am Anfang habe ich, sagen wir mal, im letzten Monat habe ich auch Wochenenden benutzt. Vor allem immer einen Tag komplett, eigentlich. Ja. Ansonsten waren die Wochenenden frei, sondern hattest du noch Ostern dazwischen, da wurde nicht viel gemacht. Also, du hast ein paar Tage, die weg sind. Das könnte ich, glaube ich, relativ gut noch rausfinden, also mit Schätzen ungefähr, wie viel das waren, an denen man nichts gemacht hat. Und dann, das ist ein guter Punkt, das ist so ärgerlich, weil es natürlich interessant gewesen wäre. Also im Schnitt, also es gab ja bestimmt auch ein paar Tage, da habe ich nur dran gearbeitet. Dann, wie gesagt, wenn ich einen Samstag zum Beispiel drin war, habe ich nur daran gearbeitet. Dann gab es ein paar Tage. Zum Beispiel, ganz am Anfang war ich in Quarantäne, als wir das Ganze angefangen haben. Deswegen, die ersten Videos sind dann auch von zu Hause ausgesendet. Da habe ich dann abends noch ein bisschen was gemacht, was super spannend für mich war, dass ich da nochmal so aktiv werden konnte. Also gedanklich, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, meine Zeit ist vormittags, nur was, ist es vorbei. So die kreativ gute Zeit. Stimmte gar nicht. Die kamen abends und ab 9 nochmal. Spannend. Von daher vielleicht, ich weiß es nicht, im Schnitt, wenn du es mit allem drum und dran nimmst, 2 Stunden am Tag? Das Schöne war ja, eigentlich war ja alles gemacht. Also weißt, das ist ja, wir haben ja alles schon da, wir haben es ja aufbereitet. Klar, ein paar Sachen mussten vielleicht noch formuliert werden, versucht klarer rauszubringen und sowas. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe auch vorhin nachgezählt, es waren 7, also wir haben aktuell etwas über 7 Stunden Videomaterial drauf. Und da kommt noch einiges dazu. Also wir werden... Der Kurs kann es vielleicht auf 10 Stunden Videomaterial schaffen alleine. Und dann halt Texte noch dazu. Muss man mal gucken. Danke, Lob zurück. Also es macht auch Spaß, dann zu interagieren. Ja. Ich weiß nicht immer, ob ich die Fragen richtig beantworte oder beziehungsweise ob ich... Das ist noch ein bisschen doof gemacht. Ich finde, was cooler wäre, ist, wenn man erstens taggen könnte, weil manchmal hat schon jemand was geantwortet, was auf eine Frage von jemand anderem war. Was natürlich geil ist, ja, dass die Community sich hilft. Aber es wäre natürlich cool, wenn man den dann taggen könnte. Das geht ja, glaube ich, nicht. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe immer über das Mobile bisher geantwortet. Vielleicht geht es über Web. Muss ich mal schauen. Und dann auch noch mit einem... Gut, das muss man extra reinschreiben, was auch schon welche gemacht haben. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Wäre natürlich, also wenn du sagst, du schaust da schon ein Video an und dann drückst du auf Pause und dann gehst du auf
auf Diskussion. Wäre natürlich geil, wenn man sehen würde, wo in dem Video ist er. Was natürlich schwer ist, weil ich habe ja in manchen Sessions mehrere Videos wiederum. Also, vielleicht verständlich, dass sie es nicht gemacht haben. Aber, genau, muss man ein bisschen noch gucken. Aber ist echt cool, echt cool. Aber das mit den Stunden nervt mich, wirklich. Vor allem, eigentlich müsste ich jetzt schwer anfangen, weil man ja jetzt auch schon, naja, jetzt ist noch hier der Kurs, das kann man jetzt auch lassen irgendwie, nachbearbeiten alles. Und doch, aber es geht ja schon in Gedanken mit den Erweiterungen los. Also ich bin schon, während man das alles liest und auch sich selber nochmal sortiert, jetzt auch überlegt, was kommt noch in diesen Kurs rein, was ist noch Bonusmaterial, fallen einem schon wieder ein, zwei Sachen ein, wo man sagt, hey, das könnte ein Aufbaukurs sein oder es könnte ein Spezialkurs sein, wie auch immer. Ja, da muss man mal gucken. Und dann müsste man es eigentlich mal messen. Auf jeden Fall. Aber soweit sehr cool. Ich bin gerade gar nicht auf dem Laufenden, weil schon so einige drin. André, Discord ist da. Ja, weißt du, muss gerade wieder gucken. Sorry. Es kommen so viele, die sich gemeldet hatten, also die halt reingehen. Ich muss dann immer achten, ist das einer, der reinkommt, der einen Kurs hat? Ja, da muss ich das rausfinden, damit ich ihm die Rollen geben kann und so weiter. Von daher kann es gut sein, dass wir schon gesprochen haben darüber und ich habe es gerade noch nicht mehr auf dem Schirm. Tut mir da leid. Aber hier, also es ist offen und gewisse Diskussionen können bestimmt auch hier sehr gut gemacht werden. Ja, gerade wenn es dann, sagen wir mal, nichts mehr mit dem Kurs, also direkt zu tun hat. Also wenn man sagt, klar, Bugs, brauchen wir nicht drüber reden, Typos, inhaltliche Fragen, auch kein Problem. Auch dann Antworten drauf, aber manchmal kommen so schon weitergedachte Dinge. Dann kann man es vielleicht irgendwo hier machen, wenn das Sinn macht. Wir können auch Kanäle dafür schaffen hier. Ja, also Referenz, also wir könnten theoretisch auch einen Q&A-Kanal hier noch reinmachen, wenn das gewünscht ist. Oder Ideen, ja, Anwendungsideen vielleicht. Könnte man eigentlich gleich mal einen machen, dann sieht man auch mal, wie das ist. Wenn man hin ist. Ich sag jetzt mal, irgendwie machen wir das mal. Wie sagt man denn? Ja gut, das kann man ja schreiben. Question, Answer. Dann machen wir nicht Q&A, sondern so. Zack, kommt da rein. Sehen alle die. Jetzt muss ich gerade gucken, das haben wir in den Gamification Starterkurs. Sehen alle Gamification Kurs Teilnehmer. Und damit ja auch automatisch ihr, die ihr Early Birds sind, weil ihr habt ja diese. Schaue ich gerade mal, wie wir es hier gemacht haben. Gamification, genau. Genau, alles klar. Ist da auch so. Ja, und schon gibt es das irgendwie Question Answer, wenn es da was ist, kann man da noch reinhauen. Perfekt. Jo, und ich habe auch schon reingeguckt, also so ganz kann man diesen Statistik nicht glauben. Da war einer, der hat nach zwei Tagen 100% durch und 88 oder irgend sowas Prozent der Videos auch, also auch geklickt auf beendet. Kann nicht sein. Also kann schon sein, ist super unwahrscheinlich. Von daher, Statistik ist jetzt, muss man mal gucken, was einem die sagt. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, weshalb ich überlege, ob man irgendwann später mal weiter hochgeht, upgradet, weil die gewisse Statistiken kann ich gar nicht sehen unter dem jetzigen Programm, obwohl ich 410 Euro im Jahr zahle für die Plattform. Also günstig ist die nicht. Und es gibt ja noch eine, die ist noch teurer. Ne? Kajabi, glaube ich. Genau. So viel dazu. Das war es dann auch schon wieder für heute. Also wie gesagt, ich werde das hier noch weiterhin begleiten. Plus, ich muss gerade gucken, ich muss mal überlegen, in welchem Format ich diese Softwareentwicklung auch begleiten lasse. Oder halt damit rausgehe. Weil ich meine, ganz ehrlich, das, was ich hier gelernt habe mit euch in diesem Kurs, das Feedback, das ich bekommen habe, also halt die Hinweise, die Insights, die Tipps, das Gefühl dadurch, glaube ich, ein bisschen mehr für die Zielgruppe. Wenn ich das hier schon gemacht habe, dann kann man das ja nicht bei sowas Elementarem wie einer Software, wo ja noch viel mehr Zeit reingesteckt wird, Geld, Arbeit, die ja strategisch noch eine ganz andere Hausnummer ist, kann man das ja dann nicht machen. Oder? Also, geht ja gar nicht. Von daher muss ich mal schauen, wie wir das machen. Super. Jo, André, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Es scheint die Sonne, es ist warm und ich hocke hier drin im Studio. Das ist schon immer, ich bin jetzt echt viele drin gewesen und der Tag geht da so schön an einem vorbei. Also schön, also er ist der Tag, der schöne Tag geht an einem vorbei. So.
Man merkt es immer, wenn man kurz aufs Klo geht und rausgeht und dann sieht man, oh, die Sonne, weil er sich was zu essen holt, im Warm steht. Genau. Okay, top. Dann, das kann ich eigentlich auch mal weghauen, dann die paar Sachen, die wir jetzt nicht genommen haben. Ist ja auch gegessen. Genau. Auf jeden Fall. Wenn noch andere Sachen sind, ihr wisst, es melden sich auch viele per E-Mail. Kennst du Gamebook-ID? I.O. fragt André. Pass mal auf, kenne ich nicht, gehe ich drauf. Tell better stories with Gamebook.io. The premier production pipeline for telling digital stories. Product. Warte mal schnell. Create, publish, repeat. One-stop production pipeline. Produce a variety of formats, integrate graphics and audio to create reusable library of assets. Publish episodic program. Everything under control. Browser-based drag-and-drop editor created. Okay, und wie kommt das dann? Also so ein bisschen wie, was haben die für, ist das so in dieser Richtung, dieses, wenn du Bücher liest und dann kannst du entscheiden, ob du nach links oder rechts gehst und dann sagt es dir, auf welcher Seite du weiterlesen sollst? So in der Richtung? Also du kannst dann hier solche Bäume bauen, also so Entscheidungen bauen und dann eben, wie kommt das bei einem raus? Da muss ich ja die Grafiken dafür bauen und sowas, oder? Wenn man das hier sieht. How do you want to tell a story? We know how to tell. We offer the expert to deliver a lucrative storytelling experience to interest publishers and developers. We can handle everything from content creation. Gibt es hier irgend sowas wie Referenzen, also halt, wo man so Beispiele ansehen kann? Narrativ-App. Meinst du? Okay, das ist super spannend immer diese Sachen. Aber was hat dich jetzt dazu gebracht, dass, also war das eine allgemeine Frage oder auf irgendwas, was ich gesagt habe? Zum Beispiel mit dem Begleiten für die Software oder irgendwelche anderen Sachen? Oder war das einfach so ein Ding? Choose your own story style. Choose your own story. Das war der Name. Genau, sehr cool. Choose your own story. Das ist die Mechanik, die ich meinte, mit wo man entscheidet, wo lang man zum Beispiel geht oder was passiert und dann liest man auf einer bestimmten Seite weiter. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte so einen Mickey Mouse Comic mal früher, so ein Disney Comic. Dickes als Kind. Das war so. Time Mobile Games, okay. Okay. Interessant. Nein, kenne ich nicht. Also ich kenne Choose Your Own Story Style. Gamebook.io kenne ich nicht. Ich habe damit schon gearbeitet, schreibt André, um Lerngeschichten zu erstellen, Journey zu erstellen. Okay. Also wo du sagst, also wo du Lernhäppchen hast, sagen wir es mal so, Storyhäppchen, also du erzählst eine Geschichte und diese Geschichte hat eben Interaktionsmöglichkeiten, Entscheidungsmöglichkeiten und so geht man dann irgendwie durch und lernt dabei was. Also häppchenweise und zwar in eine Story verpackt. Wahrscheinlich. Cool. Ist gar nicht so einfach, gell? Also Storytelling, Stories zu erzählen. Zum Beispiel, das sind so ganz, ganz, ganz banale Dinge. Es gibt zum Beispiel einen Podcast, den liebe ich, der heißt Business Wars. Und die ganz am Anfang, die sagen immer ganz am Anfang, wann, wo und wer. Ich glaube, in der Reihenfolge. Es ist immer so ein Schema und du merkst richtig, wie die eine Art Grundstruktur haben, wie sie immer was erzählen, eine neue Szene reinbringen. Jedenfalls glaube ich das, damit es möglichst einfach wird, dem Zuhörer einfach wird, eine Szene im Kopf zu gestalten. Das ist eine Kunst. Ja, also Grüße da zum Beispiel an Uwe Walter. Uwe Walter ist der deutsche Storyteller-Papst. Klasse Typ. Da durfte ich auch ein paar Mal mit ihm reden darüber. Und so. Also Storytelling ist einfach... Es ist wieder dasselbe bei Gamification. Also, und da muss ich dann auch mir an die eigene Nase fassen. Man
aus Unwissenheit vereinfacht man es zu sehr. Denkt halt mal, ja, Storytelling, erzählt eine Geschichte, es war einmal ein junger Mann, der ging irgendwo lang, bla 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 bla. Nein, da sind Techniken dahinter, Strukturen dahinter, Situationen, wo du genau überlegst, was ist der Kontext der Realität, damit du weißt, welche Storytelling-Struktur nimmst du. Ich meine, die Heldenreise ist die bekannteste, aber es gibt ja noch zig andere Branching-Szenario. Genau, okay, das ist die Mechanik, ja. Also Branching-Szenario ist aber dasselbe wie Choose Your Own Story, oder? Also wenn du Choose Your Own Story machst, hast du automatisch Branching-Szenarios. Schätze ich mal. Oder? Super spannend. Ja? Auch das, das kannst du ja wahrscheinlich dann bestätigen, wenn du das machst, oder halt auch, das ist ein Lernfaktor. Über die Zeit wird man ein bisschen besser, man lernt dann, vor allem das Wichtigste auch da ist immer wieder, du brauchst die Audience. Dass du merkst, komm dir in diesen Mute, in die Atmosphäre, nimm dir das mit, was ich gesagt habe. Und so weiter. Ja? Also, und das ist bei Gamification genauso. Und ich reg mich da so auf, und wahrscheinlich mache ich dieselben lapidaren Halbwissen-Fehler beim Storytelling. Für alles gibt es Spezialisten. Okay. Mit dem Branching-Szenario. Super. Cool, du, danke dir. Ich lasse einen Tab gleich mal offen. Vielleicht mal schauen, ob man mit denen irgendwie. Spannend ist halt zu überlegen. Also sowas meine ich übrigens nicht, was die Story angeht, was die Software angeht. Also wir bauen sowas nicht. Vielleicht als Hilfestellung, um wie man selber über unsere Produkte redet. Sowas vielleicht, so Entscheidungsbäume zu nehmen, ist nur so ein bisschen. Du läufst die Story durch und kommst dadurch am Ende bei einem Produkt an oder Feature an, was wichtig ist für uns oder für dich oder was wir bei einer Industrie, bei einem Beispiel, bei einem Case, der dir halt nahe kommt, weil du ja den Weg dorthin schon gewählt hast. Keine Ahnung, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, aber sehr cool. Okay, so, ich muss Präsentation vorbereiten. Nächste Woche bin ich unterwegs, unter anderem auch in Frankfurt bei der Experience-Konferenz und Customer Experience-Konferenz. Und also nicht bei der Customer, sondern bei einer Customer Experience Konferenz. Und da stelle ich unter anderem, also wer dort zuhören würde, würde die drei Heuristiken dort auf jeden Fall wiederfinden. Und noch ein, genau, klar, ist ein bisschen fokussiert auf ein gewisses Thema, also kommt noch was dazu. Aber sehr spannend. Klasse. Dann jetzt aber wirklich, habt einen schönen Tag. Vielen Dank, soweit bis alles. Ich hoffe, dass mit Discord klappt. Wir sind mit dem Canvas unterwegs, also mit dem Zertifikatbereich. Es kommen noch Sachen nach. Danke fürs Feedback bis hierhin. Danke für die Interaktion. Das macht den Kurs auf jeden Fall noch besser. Und das muss natürlich sein, weil wenn der ein gewisses Niveau erreicht hat, dann werden wir mal schauen, wie wir ihn auf Englisch noch machen. Französisch, Türkisch haben wir schon, kamen schon Fragen. Ich muss sehen, wie ich das mache, über Transkripte, über Untertitel, ich weiß es selber noch nicht. Müssen wir mal schauen. Aber das ist natürlich der nächste Schritt, was den Kurs angeht. Plus natürlich, dass auch andere Kurse kommen. Ja. Genau. André, danke dir. Viel Spaß euch allen. Und wir sehen uns die Tage auf jeden Fall wieder. Haut rein!